Hallo meine Lieben, und zwar ja, geht es in diesem Video um mal ein Update, das ich mal für euch drehen möchte und euch einfach mal so ein bisschen erzählen will, wie es so im Moment so bei uns aussieht. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich erzähle einfach mal so ein bisschen. Ja, die Kinderzimmer sind jetzt oben soweit fertig, Gott sei Dank. Es wird wirklich langsam Zeit nach ja, einem Jahr so ziemlich genau, in dem wir jetzt hier im Haus sind, sind die Zimmer fertig. Es fehlt hier und da noch eine Kleinigkeit, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Es ist so, dass die Kinder oben schlafen bereits, auch schon jetzt ja über einen Monat schon. Und ja, das ist wirklich einfach toll, dass ich wieder in meinem Bett schlafen kann, ja, dass der Luis schläft in seinem Bett, dass Dina in ihrem Bett schläft. Ja, wie gesagt, Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden, deswegen ist auch noch keine Kinderzimmer-Roomtour online von beiden. Aber die folgt, ja, sobald wirklich alles fertig ist, bekommt ihr die auf jeden Fall zu sehen. Oben in der Etage sind jetzt also zwei Kinderzimmer, ein Bad und ein ziemlich großer Flur, aber das werdet ihr, wie gesagt, alles noch sehen. Das Badezimmer ist noch komplett verschlossen, da ist noch ja, Werkzeug drin und da muss auch das Fenster noch verkleidet werden. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass wir unerwartet unser Dach komplett neu machen mussten. Also nicht nur decken, sondern auch komplett dämmen. Und ja, deswegen sind auch dann bei dieser Aktion direkt neue Fenster reingekommen, weil wir haben gesagt, jetzt haben wir alles auf, jetzt haben wir hier eine Riesenbaustelle. Und wir machen jetzt gute neue Fenster rein und fangen nicht in 5 Jahren dann nochmal damit an. Deswegen haben wir das in einem alles direkt mitgemacht. Und ja, im Bad und im Flur müssen die Fenster noch verkleidet werden. Das soll aber die nächsten 1-2 Wochen passieren. Und ja, in Lenas Zimmer muss noch, die hat so einen Stauraum mit Schiebetüren, die kommen dahin, die müssen noch gemacht werden. Beim Louis genau das gleiche, der hat auch Schiebetüren, bekommt er dahin, allerdings nicht so groß wie Lena, aber das werdet ihr alles dann noch sehen. Und ja, so ein paar Leistchen an der Decke fehlen noch, unten eine Abschlussleiste, sowas halt alles. Dann geht es, also es geht hoch in die obere Etage mit einer Holztreppe, einer ganz alten in blau gestrichen. Also, sorry, wie man auf so eine Idee kommt, ich weiß es nicht. Diese Treppe ist scheußlich, die ist, mir gefällt sie überhaupt nicht und ein blaues Handgeländer ist da dran. Die Treppe werdet ihr, denke ich, im Update oder beziehungsweise im oberen Teil bei den Roomtouren werde ich euch die zeigen. Allerdings ist diese Treppe für entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr geplant. Ich hoffe, dieses Jahr noch. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen, aber wir haben noch viele, viele andere Baustellen. Ist geplant, die Treppe zu verkleiden. Und zwar gibt es sogenannte Laminatverkleidung. Freunde von uns, die haben sich vor 5 Jahren ein Haus gekauft. Die haben das auch gemacht und das sieht so schön aus. Es sieht schön aus, es sieht edel aus. Man kann es vernünftig putzen und ja, es sieht einfach gut und toll aus. Wenn ihr die Treppe seht, wisst ihr, wovon ich spreche. Also sie gefällt überhaupt nicht. Ja, das haben wir also noch vor, dieses Jahr hoffentlich. Dann haben wir geplant, also in der unteren Etage ist alles soweit fertig. Die werde ich euch, denke ich mal, teilweise auch noch irgendwann mal abdrehen, wenn euch das interessiert. Ja, also für dieses Jahr ist auf jeden Fall geplant, sobald der Frühling losgeht, werden wir im Garten 2 Äpfelbäume fällen. Also wir haben insgesamt 4 Bäume. Und das ist einfach zu viel schon allein. Die ganzen Äpfel, die kann keiner essen. Also kann kein Mensch essen. Auch selbst mit Pferde und verteilen an Freunde. Und ich hab letztes Jahr im Internet inseriert zum Verschenken, weil wir wirklich so viel hatten. Und ja, 2 kommen ab. Und zwar, ja, ich denke mal, das werde ich euch irgendwann auch noch filmen. Auf jeden Fall kommen 2 ab, das machen wir selber. Die werden erst ganz normal abgeschnitten und dann werden wir die teilweise noch entwurzeln. Zumindest diese großen Wurzeln, damit die nicht irgendwo ja, rausstehen, sage ich mal, aus der Erde. Beziehungsweise auf der Wiese stehen die. Dann ist für nächstes Jahr noch geplant, dass wir den Schuppen, also wir haben im Garten einen riesen, also einen ganz, ganz großen Schuppen. Da ja, würden fast 2 Autos reinpassen. Den teilweise zu verkleiden. Aber wie gesagt, ich werde euch alles so nach und nach mal ein bisschen zeigen.
Dann ist geplant, das wird nach den Äpfelbäumen direkt passieren, also sobald der Frost und das alles weg ist. Ich bin hier gerade noch am Computer und stelle gerade ein Video für euch fertig, deswegen hat es hier gerade gebimmelt. Also als nächstes wird dann auf unserer Terrasse, wir haben eine ziemlich schöne große geflachte Terrasse, die wird komplett überdacht. Das macht mein Mann alles selber. Das Holz kauft er sich auf der Firma und schneidet es da auch alles zurecht. Er ist ja Zimmermann, also von daher ist das optimal, so einen Zimmermann als Mann zu haben und dann noch ein eigenes Haus zu haben. Und er macht auch viel und gerne selber. Und ja, die Terrasse tun wir komplett überdachen. Das ist, ja, das haben wir von Anfang an eigentlich gesagt. Da haben wir das Haus, das war noch nicht mal uns. Und wir haben gesagt, wenn wir es irgendwann mal haben, man überlegt ja dann oder stellt sich vor, wie es mal irgendwann sein soll. Und das war eines der ersten Sachen, die wir beide gesagt haben, dass wir diese Terrasse überdacht haben wollen. Ja, die wird also oder soll überdacht werden. Ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Wie gesagt, die Terrasse ist ziemlich groß, aber ja, wir sind da sehr zuversichtlich. Dann ist geplant für dieses Jahr auf jeden Fall auch noch unser ja, vorderer Bereich vom Haus, sage ich mal. Da haben wir ja eine Auffahrt, sage ich mal. Da ist, liegt ein bisschen Schotter und da kann man halt sein Auto parken. Da ist so ein grüner. Also da ist ein Hügel, da ist Gras drauf gewachsen, aber das ist alles, ja, das ist wohl schon immer so und das ist alles einfach nur, ja, es ist halt so, wie es ist und es ist aber nicht schön und auch nicht, die Vormieterin, die hier in dem Haus war, mit der hatten wir gesprochen, die sagte mal, dass im Winter ihr Auto mal, ja, weggerutscht ist, weil es ist halt, stand wirklich hier so auf dem Berg und das lassen wir halt machen von einer Firma. Wir lassen uns das alles ziemlich begradigen. Wir wollen auch gerne, wir müssen natürlich abklären, ob das geht, dass man eine Zufahrt von beiden Seiten macht, dass man praktisch einmal hier so rumfahren kann, weil wir halt auch einen Ofen haben und oft Holz holen. Und wir haben hier unten, also wir gehen zwar in der Seitenstraße rein, unser Haus, aber wir haben direkt unten eine Hauptstraße. Und es ist immer ein bisschen schwierig, dann mit Hänger rückwärts wieder raus, weil man ja. Ja, mit dem Hänger dann nicht alles überblicken kann. Deswegen hätten wir gerne, dass man von beiden Seiten auf unser Grundstück kommt. Und wie gesagt, müssen das halt abklären, ob das geht, dass man das so weit abflachen kann, begradigen kann, dass das halt funktioniert. Dann lassen wir uns vorne, ja, so ungefähr, ja, ich sag mal, für zwei Autos alles begradigen. Was da jetzt für Steine hinkommen oder ob Steine oder Schotter oder keine Ahnung, das wissen wir alles noch nicht so genau. Auf jeden Fall, da wo dieser Hügel aktuell ist, das kommt gerade, da kommt ein Carport hin für zwei Autos. Das wird mein Mann allerdings selber bauen, also das lassen wir nicht bauen. Und ja, die ganze Zufahrt halt, wir haben vorne teilweise eine Hecke stehen, da ist noch ein großer Baum und so ein halber morscher Zaun. Das kommt alles komplett weg und dann. Wollen wir uns da zwar auch wieder so eine Art Sichtschutz oder beziehungsweise Mauer oder so hinmachen, weil die sonst über unser Grundstück fahren werden, weil die Straße, die hier hoch führt, ziemlich eng ist. Aber wie und was genau, wie gesagt, da lassen wir uns beraten, lassen uns Angebote geben und dann ja, gucken wir dann, wenn es soweit ist, danach. Ja, dann ist noch geplant für, ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. Wir gucken halt, natürlich gehen die Sachen jetzt erstmal vor, wie Terrasse und. Vorne das und Carport, je nachdem. Carport kommt wahrscheinlich dann erst übernächstes, beziehungsweise nächstes Jahr dann, aber das wird man alles sehen. Dann ist geplant, praktisch hier so zur Vorderseite hin, ich sag mal auf Terrassenseite, da ist ein Maschendrahtzaun, allerdings weiß niemand, wem der gehört, ob der uns gehört, ob der den Nachbarn von oben gehört oder den Nachbarn von unten, das weiß keiner. Die sind aber alle ganz, ganz nett und wir haben auch schon mit denen gesprochen, dass wir den eventuell neu machen. Weil wir das Problem haben, dass die Kaninchen ständig unter diesem Zaun in die Nachbarschaft wandern. Den Nachbarn macht das nichts aus. Die sagen auch jedes Mal, lasst sie, das ist kein Problem, dies und das. Aber ja, man will ja auch nicht, dass die eigenen Kaninchen dann hier bei den Nachbarn da rumhoppeln und da vielleicht noch was anknabbern oder so. Das machen die bis jetzt zwar noch nicht, aber ja, im Moment habe ich sie jetzt auch im Stall, weil mir das einfach unangenehm ist, wenn die ständig dann da drüben sind. Ich meine, das muss auch nicht sein.
Und aus diesem Grund tun wir entweder den Maschendrahtzaun neu machen, dass wir den praktisch direkt in die Erde setzen. Oder wir haben so, ja, so richtig dicke, fette Steine teilweise da, dass wir die rausnehmen komplett und uns da einfach Randsteine ein bisschen höher setzen. Also praktisch, dass die mit dem Zaun, also praktisch über den Zaun, wenn das der Zaun ist, dass die hier praktisch abschließen, dass die keine Chance mehr haben, unter diesem Zaun durchzugehen. Ja, das ist für dieses oder für nächstes Jahr noch geplant. Mal sehen. Und ansonsten, ja. Ach nee, eins habe ich noch vergessen. Und zwar, wenn man bei uns die Haustür reinkommt, das ist, ja, das ist dann halt, da gehen 4 Stufen hoch und dann ist das so ein, ja, so ein kleines, wie sagt man, ein kleines, ja, wo man halt hochkommt, keine Ahnung. Und da geht es dann an die Haustür rein und das ist auch mit Holzpaneelen verkleidet. Die sind aber auch schon sehr alt und haben an Farbe verloren. Das sieht nicht mehr wirklich schön aus. Das möchte mein Mann gern auch noch alles neu verkleiden. Dieses oder nächstes Jahr wird man halt sehen. Aber ansonsten war es das eigentlich. Ich meine, es ist auch eine Menge, es reicht auch. Aber das ist soweit geplant und ja, wollt euch einfach mal so ein bisschen auf den Laufenden halten. Wenn euch das so interessiert, wie wir was machen, wann wir was machen oder ihr eventuell dann auch irgendwie Videos dazu sehen wollt, dann ja, immer in die Kommentare damit und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, meine Lieben.